Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne meine Abendkleidersammlung, wenn man das so nennen kann, ich weiß es nicht, zeigen, denn das wurde sich tatsächlich unter meinem Kleiderschrank ausmisten Video echt gewünscht. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde es versuchen auch tatsächlich hier zu machen, also dass ich dann quasi auch die Kamera gleich ein Stück weit nach hinten schiebe und wir uns dann einfach auch im angezogenen Zustand meine Abendkleider anschauen. Ich habe, ich glaube, 3 lange Abendkleider, wo ich auch schon ordentlich ausgemistet habe, denn ich habe durch ganz viele Hochzeiten, die wir natürlich hatten, so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, immer mal wieder ein neues Kleid gehabt. Aber letztendlich bin ich jetzt auf 3 hängen geblieben, mehr oder weniger, die ich einfach wunderschön finde, die durchwachsen vom Preis her sind. Also 2 waren super günstig und 1 war schon ein bisschen hochwertiger. Das habe ich aber auch auf der Hochzeit von meinem Papa getragen. Dementsprechend war das auch gerechtfertigt. Ja, ansonsten habe ich auch noch einige kurze Abendkleider, dass man einfach mal schauen kann, was für verschiedene Styles gibt es oder so, ne? Keine Ahnung. Und wo kann man die überhaupt kaufen? Ich persönlich halte auch gerne immer Ausschau so in H&M-Sales oder wenn ich bei Amazon was Schönes finde, dass ich das dann einfach mal auch mit einpacke, dass ich das halt auch einfach mal bestelle, um zu schauen, wie sitzt das, wie passt das und kann ich mir vorstellen, das zukünftig auch auf einem entsprechenden Event zu tragen, dass man einfach was da hat und nicht kurz vor knapp dann irgendwie was holen muss. Das finde ich immer ganz praktisch. Ja, tatsächlich werde ich entweder keinen BH unter diesen Abendkleidern tragen oder einen ganz bestimmten, und zwar ist es mein All-Time-Favorite für solche Anlässe. Das ist dieser hier von wirklich Wonderbra. Das ist der teuerste BH, den ich mir je gekauft habe, Leute. Der ist einfach unfassbar geil. Ja, der ist wirklich toll. Der hat einen ultratiefen Ausschnitt. Der ist hintenrum halt auch wirklich sehr, sehr tief geschnitten, sodass man den jetzt nicht unbedingt unter den, also hier hinten so sehen würde. Und ja, der sitzt ganz gut. Der hat auch nicht wirklich Bügel. Also das, was der hier hat, ist hier so eine Verstärkung, ja. Aber das würde ich jetzt, ja, schon so ein bisschen Bügel, aber halt nicht diese klassischen, die halt auch irgendwann hier an den Hobbys einschneiden unten. Der sitzt auch sehr, sehr tief, den werde ich natürlich nicht solo angezogen zeigen, weil, nee. Und den könnte man theoretisch auch trägerlos machen, was bei meinen nicht so ultra krass großen Hupen nicht so funktioniert. Also bei mir, ich brauche schon Träger, ne? Also wenn ich trägerlose BHs trage, dann ist es meistens, dass ich mir einfach klebe BHs dran mache, weil ansonsten fällt das runter. Ja, sobald ich die Arme hebe, so und dann flupp, kenne ich, ne? Ich habe auch tatsächlich keine trägerlosen Kleider, weil das funktioniert bei mir nicht. Ich kann euch, wie gesagt, den Wonderbra total empfehlen. Der hat hier halt von innen, das sieht super witzig aus, ne? Sieht aus wie so Finger, wie so eine Hand, als würden quasi die Hoopies genommen werden und zusammengedrückt werden. Das ist wirklich cool und das werden wir auch im Einsatz sehen, quasi. Ja, ich würde dann jetzt einfach mal starten und drehe jetzt aber quasi das Outro, um das wieder hinten dran zu schneiden, um mich nicht wieder umziehen zu müssen. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Viel Spaß mit dem Video. Von der Marke Eva und Lola ist dieses wunderschöne Abendkleid. Es ist einfach in einem echt tollen Marineblau. Nein, nicht Marineblau, es ist ein Dunkelblau. Es hat auch wirklich echt tolle Details, genau, also das mag ich einfach gerne, dass man hier auch diese Steinchen hat. Ich persönlich, weil das hier halt nicht so ultra teuer war, packt das auch wirklich in die Waschmaschine. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob man seine Abendkleider in die Waschmaschine packt oder nicht. Ich glaube, ich habe für das Kleid 40 Euro bezahlt oder so. Wir haben bei uns in der Stadt halt, wie gesagt, so einen Laden. Zum einen ist es halt so ein Abendkleiderladen. Andererseits haben wir auch noch einen Laden, der etwas günstiger ist. Das ist, ja, der hat so orientalische Mode, sage ich mal. Und da habe ich tatsächlich auch dieses Kleid gefunden und mich direkt in dieses Kleid verliebt. Es ist super anschmiegsam. Es ist sehr, sehr angenehm, das zu tragen. Es hat keinen Reißverschluss, was ich ultra feier. Von hinten sieht es auch echt elegant aus. Aber es hat auch so einen leicht sportlichen Touch, was ich total klasse finde. Es ist super lang. Ich kann jetzt die Beine nicht auseinandernehmen, weil so weit ist dieses Kleid nicht. Es ist bodenlang. Ich trage dazu hohe Schuhe und ja, finde das einfach schick. Das habe ich auch auf der Hochzeit von meiner Freundin getragen. Das habe ich euch, glaube ich, im Video gezeigt. Falls ich das im Video gezeigt habe, hier oben verlinke ich das Video. Genau. Aber das ist so einfach ein super bequemes und tolles Abendkleid, was ich echt klasse finde. Da fühlt man sich wohl drin, da kannst du gut was drin essen, weil, ne, es ist hier einfach weit. Ich mag's.
Das hier ist das Kleid. Also das hat ja auch einen eingenähten BH, das heißt, da muss ich nichts drunter tragen. Das ist, hauteng, ne? Also hier wirklich sehr, 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 sehr eng. Atmen fällt mittlerweile etwas schwerer, als es damals der Fall war, als ich noch 10 Kilo leichter war, sag ich mal. Aber ich liebe es, es ist wirklich schön. Es war auch super teuer, aber ich mag die Farbe, ich mag, dass es so mega ballkleidmäßig ist. Und es ist, ja, ne? Von, ich glaube, New York Fashion Paris oder so heißt die Marke, ich weiß es nicht, habe ich mir in Hamburg gekauft, als wir im Urlaub waren. Und ja, das ist das Kleid, was ich auf der Hochzeit von meinem Vater angezogen habe. Und das hatte ich auch auf Hochzeiten von meinen Freundinnen tatsächlich an, weil man ja das Kleid halt echt einfach öfters tragen muss, ne? Es ist hier mit null Stretch, also gar nicht. Das ist halt wirklich, es war schwer, gerade den Reißverschluss zuzukriegen. Es ist super figurbetont, es ist super, super, super. Sieht auch nach teuer aus, finde ich. Und ja, ich mag den Schnitt hier. Ich mag, dass es halt hier so ist, dass ich halt kein BH drunter tragen muss. Und ich liebe es einfach. Ne? Man sollte da am besten etwas drunter tragen, wo man die Unterwüchs nicht so wirklich sehen kann. Ne? Da muss man drauf achten. Aber es ist halt ein richtig schönes, weil das halt auch so weit ist. Richtig, richtig schönes Ballkleid. Ich finde es herrlich und ich liebe es. Und ich werde es wahrscheinlich niemals irgendwie abgeben. Und das wäre tatsächlich auch eins der wenigen Kleidungsstücke, die ich überhaupt besitze, dass, wenn sie mir nicht mehr passen würden, dass ich versuchen würde, wieder reinzupassen. Das hier ist tatsächlich ein Kleid, wo ich die Braut vorher fragen dürfte, ob es okay wäre, wenn ich es trage. Weil, wenn du Blitz und sowas hast, kann es durchaus sein, dass es halt so reflektiert, dass es weiß aussehen könnte. Und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig bei hellen Kleidern. Ich glaube, das ist auch wirklich das hellste Abendkleid, was ich so besitze. Auch das kommt aus dem ersten, aus dem gleichen Laden wie das erste Kleid, was ich eben anhatte, und mittlerweile liegt Sammy hier rum. Genau, das ist halt auch super, super bequem. Ich finde das auch schon schön. Ich finde es richtig, richtig schön. Hätte es in einer etwas dunkleren Nuance noch etwas schöner gefunden, aber ich war da auf meinem Mintgrün-Trip, als ich das gekauft habe. Auch das hier hat keinen Reißverschluss. Auch das hier hat hier ein bisschen Blinky-Blinky. Das hier hat auch nur so 30, 40 Euro gekostet. Man merkt es, dass es qualitativ etwas minderwertiger ist als das, was ich jetzt gerade kurz vorher anhatte, aber es ist viel bequemer. Eben weil du hier am Bauch halt auch den Stretch hast, ne? Weil das Ganze alles etwas elastischer ist. Auch hier brauche ich keinen BH extra anziehen. Und ja, ich finde dieses Kleid auch wirklich, wirklich, wirklich schön. Das ist ein tolles, sehr, sehr langes Abendkleid, was ich dann auch mit hohen Schuhen kombinieren würde. Und genau. Das mag ich einfach gerne leiden. Das ist auch ein Kleid, wo man ordentlich was drin essen kann und wo man auch gut drin tanzen kann. Da würde ich mich auch den ganzen Abend super wohl drin fühlen. Das kann ich aber auch nur auf Hochzeiten tragen, wo ich selber etwas bräuner bin. Weil wenn ich dann komplett blass, also jetzt so am Anfang vom Sommer oder so zur Hochzeit gehen würde, wäre ich ja richtig, richtig käsig, ne? Das sähe dann schon sehr merkwürdig aus. Aber ansonsten mag ich das von der Farbe her, ich mag das vom Schnitt her, ich mag das von der Passform her allgemein halt einfach sehr, sehr gerne leiden. Und ja, hat hier auch wieder so einen Tüllstoff drüber und unten drunter dann den Unterrock. Genau, das finde ich immer super praktisch. Genau, so sieht es von hinten aus. Das mag ich auch gerne mit diesen breiteren Trägern. Und ja, das ist mein drittes langes Kleid, was ich habe. Und das hier ist das Kleid, was ich auf der Hochzeit von meiner Mama getragen habe. Das ist auch gar nicht allzu lange her. Ich glaube, 2 Jahre ist es jetzt her. Und dieses Kleid hat meine Mama mir damals sogar gekauft, als wir zusammen shoppen waren. Das hat sie sich nicht nehmen lassen. Das ist eins von Only. Das ist auch etwas kürzer. Also, oh mein Gott, das ist natürlich jetzt super creep, ne? Hui, ja, sehr kurz. Das hat hier so einen Tüll drüber und dann hat es hier so ein Unterrock, das ist mehr so im ja, T-Shirt-Style, sage ich jetzt einfach mal. Hier oben hat es aber eine etwas gröbere Spitze. Ich mag das Kleid auch gerne leiden. Das ist hier auch nochmal ein bisschen verstärkt, damit es hier nicht durchsichtig ist oder so. Hinten ist es auch schön ausgeschnitten. Hier haben wir ein bisschen Haut, deswegen macht sich der Wonderbra jetzt gerade auch sehr gut darunter. Weil Nude-Farben halt, ne? Also dass man halt quasi so ein bisschen nicht ganz so weiß, was drunter ist. Genau, ich mag das Kleid gerne leiden. Ich kann damit gut Party machen. Ich finde es ein bisschen kurz tatsächlich auch, aber ich finde, für ein Abendkleid geht es noch.
Aber ja, ich finde es schön geschnitten. Ich mag es gerne leiden und es ist halt auch ein super bequemes Kleid. Da bin ich ja auch den ganzen Tag mit rumgelaufen und habe mich auch die ganze Zeit sehr wohl gefühlt. Aus dem 77 Online Shop habe ich dieses Kleid damals gekauft und das war dann auch tatsächlich der Grund, weswegen ich mir den Wonderbra gekauft habe. Wir haben bei diesem Kleid nämlich hier tatsächlich Bügel, die hier wirklich drin sind, und du kannst hier einfach keinen anderen BH drunter anziehen und dann brauchte ich halt einen BH, der sehr tief sitzt und trotzdem irgendwie alles schön macht und da kam mir der Wonderbra einfach sehr gut zur Hilfe. Ja, das ist ja, von der Marke Style Boom dann quasi. In der Größe S habe ich das und es passt ganz gut. Es ist halt auch wirklich wieder etwas kürzer. Das habe ich auf einer Hochzeit von einer Freundin getragen und ich fühle mich in diesem Kleid einfach wahnsinnig sexy. Ich finde, dass es hier auch einfach von den Trägern her richtig schön ist. Ich mag einfach gerne, wie mein Ausschnitt in diesem Kleid aussieht, weil ich ansonsten nicht so einen Ausschnitt habe. Nein, habe ich nicht. Und auch von hinten sieht es gut aus. Man muss da halt auch wirklich wieder mit dem BH aufpassen, ne? Aber ich glaube, da hat wirklich der BH mehr gekostet als das Kleid. Aber den kann ich ja noch unter vielen anderen Sachen tragen. Ich mag das gerne. Ich mag, dass es so Walle-Walle ist, dass es halt irgendwie super sexy ist, aber trotzdem vom Stoff her nicht dieses Ultra-Edle oder so hat. Und deswegen, ja, mag ich das Kleid einfach gerne. Auch an mir leiden und werde es auch so lange, wie es nur irgendwie geht, behalten. Hier habe ich jetzt so ein Kleid, was ich als Weihnachtskleid bezeichnen würde. Das habe ich von H&M mal gekauft, ich glaube sogar im Hochsommer für Weihnachten. Das ist die Größe 38 und hier mag ich einfach gerne die Passform. Es ist hier super angenehm, auch vom Sitz her. Ich könnte hier theoretisch auch noch einen Longsleeve drunter ziehen, dass ich hier einfach so ein Oberteil drunter habe, dass die Arme nicht kalt werden. Aber das brauche ich eigentlich meistens nicht, weil wenn ich Weihnachten irgendwo bin, bei meinen Eltern oder also bei Mama, bei Papa, bei meinen Großeltern, bei den Großeltern von meinem, bei den Eltern von meinem Freund oder wo auch immer, jeder hat irgendwie einen Kamin, deswegen ist es da immer relativ warm und dann reicht es, wenn ich einfach so da sitze. Und wenn man so viel isst, Leute, dann freut man sich, wenn man auch mal kurzärmlich tragen kann. Ja, ich mag dieses Kleid sehr gerne. Es hat hier halt so diese grobe Spitze, dass es so ein bisschen durchsichtig ist. Es macht halt hier auch alles gerade sehr schön. Das mag ich einfach gerne leiden. Nach außen hin ist es etwas ausgestellter und für mich ist es einfach das perfekte Weihnachtsrot. Ich habe das tatsächlich auch schon mal auf der Arbeit getragen, also auch da würde ich mich damit sehr wohl fühlen. Ne, da trage ich dazu oder ziehe dazu an eine schwarze Leggings und Stiefel und dann passt das auch. Dann darüber vielleicht ein Jäckchen oder so. Aber ja, ansonsten ist es einfach ein schönes Kleid, was halt so halb schick ist, aber nicht zu schick, sodass man es halt trotzdem noch irgendwie öfters tragen kann. Ergibt das Sinn? Ich glaube es. Irgendwie schon. So ist es bei mir halt. Und ja, ich mag es gerne leiden. Also H&M hat auch durchaus schöne Kleider im Sortiment. Das kann man sich auf jeden Fall mal begucken und kann ich nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und ja, die kosten auch nicht so unfassbar viel. Und wenn man dann auch noch im Sale zuschlägt, dann ist eh alles geritzt. Dieses Abendkleid ist eher so ein Cocktailkleid. Also man kann es als After-Work-Party-Kleid auch bezeichnen. Also ich habe es auch schon auf der Arbeit getragen. Es ist nämlich von der Länge her, das mit dem Licht hier zwischen meinen Beinen ist auch großartig, von der Länge her ist es einfach auch vollkommen in Ordnung, um es auf der Arbeit zu tragen. Sei es im Winter mit einer Strumpfhose, ach Quatsch, mit einer Leggings drunter oder im Sommer mit einer Strumpfhose drunter, geht vollkommen klar. Man muss halt nur aufpassen, weil hinten, man sollte halt irgendwelche Invisible-Underwear-Gedöns-Sachen tragen. Ich finde es oben sehr, sehr schick geschnitten. Ich mag, dass es einfach diesen etwas außergewöhnlichen, kantigen Ausschnitt hat. Das lässt mich auch sehr kompetent und erwachsen und keine Ahnung wirken. Was ich natürlich auch per se bin auf der Arbeit, aber okay, aber das mag ich gerne leiden. Ich finde, es ist ein schönes Kleid, was man halt auch einfach so tragen kann. Genau, das, was man halt auch wirklich bedenken muss, ist tatsächlich der Schlitz hinten. Der ist nämlich länger, als man denken würde. Ne? Den sollte man vielleicht zunähen oder so, wenn man das wirklich auf der Arbeit tragen will. Wenn ich mich nämlich vorbeuge, ist das ganz schön schwierig. Aber an und für sich ist es eigentlich eher so ein ja, Cocktailabend oder Weggehkleid oder halt Hochzeitskleid oder Abiballkleid, je nachdem wie man das tragen möchte. Ja, ich würde es tatsächlich auf sehr vielen verschiedenen Anlässen tragen, weil ich mich damit auch einfach wohlfühle, abgesehen von dem Schlitz hinten. Da muss ich mich demnächst wahrscheinlich nochmal drum kümmern, denn das war mir schon mal auf Arbeit aufgefallen. Da habe ich es getragen und mir gedacht so,
Huch, das ist aber freizügig, Claudi. Ja, aber ich finde, es ist eine schöne Geschichte, macht eine gute Figur und ist aber nicht zu eng anliegend, also gerade am Bauch, ne? Das ist sehr schön fluffig, das habe ich bei Amazon auch mal gekauft und wenn ich es noch finde, verlinke ich das in der Infobox. Was ich vor allem bei mir schön finde, ist, dass es hier an den Seiten nicht so eng ist, weil, ja, ich weiß nicht, meine Hüften sind, wie sie sind, ich mag meine Hüften, aber sie haben hier irgendwie so eine Beule drin. Wahrscheinlich, weil ich, als ich im Wachstum war, zu enge Unterwäsche getragen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, setzt sich das sonst gerne einfach mal so ein bisschen ab. Aber ansonsten macht es doch ein schickes Figürchen, oder? Ich fühle mich schick. Das hier ist noch ein Kleid von Amazon, was ich auch als, ja, Hochzeitsgastkleid beschreiben würde. Das hat hier oben auch eine schöne Spitzenapplikation über dem normalen Stoff. Und ansonsten hat das hier so ein Kummerbund, nennt sich das so. Ne, das hatte ich bei den anderen Kleidern ja auch und fällt danach halt ganz locker nach unten weg. An der Seite ist dran genäht so ein Schwänzchen. Nein, das ist, ja, soll quasi so ein Gürtelchen andeuten, aber es ist halt einfach festgenäht. Ich wüsste nicht, was man sonst damit machen sollte, außer damit rumzuspielen. Ich habe das getragen sowohl auf Hochzeiten als auch so Weihnachten. Das ist, so rote Kleider sind für mich halt einfach Weihnachten, ne? Das lässt sich nicht abstreiten bei mir. Und das ist angenehm zu tragen. Das ist locker tatsächlich, also auch am Bauch ist es locker. Es ist nicht dehnbar vom Stoff her, aber es sitzt halt sehr angenehm bei mir. Und ja, ich fühle mich da recht wohl mit. Ich würde es jetzt nicht auf der Arbeit tragen, eben wegen diesem Ding. Also wenn dieses Ding nicht wäre und wenn der Kummerbund nicht wäre, denke ich schon, dass ich das auf der Arbeit tragen würde. Aber so, ja, ist es einfach da. Das hat halt wirklich sehr, sehr locker hier unten alles. Das finde ich auch sehr angenehm. Es ist auch tatsächlich mal ein bisschen länger, ne? Und ja. Ist bequem. Da kann ich halt jede Art von BH drunter tragen. Das ist halt auch ganz entspannt. Von hinten ist es halt auch so zu, ne? Zu. Es ist halt einfach zugeschlossen. Wie nennt man das denn, wenn da unten innen kein Ausschnitt ist? Ist es dann zu? Ich würde es zu nennen. Ja, aber ich finde es ganz schick. Das ist jetzt das letzte Kleid, was ich euch zeigen möchte und das ist von Styleboom, also auch wieder aus dem 77 Online-Shop. Nein, kein Kooperationsvideo mit denen. Die haben mich noch nie bemerkt. Traurig, aber wahr. Ich mag es richtig gerne. Ich trage das gerne so zu Gartenpartys. Ich habe das auch schon auf Geburtstagen getragen, weil das halt irgendwie schlicht, aber doch nicht schlicht ist. Schick, aber doch nicht schick. Und so ne, leicht sportlich auch. Also ja, weil das halt hier diese Streifen hat, das macht das Ganze sportlich. Ich brauche da keinen BH drunter anziehen. Ich kann da ganz viele Schnitzel mit essen und alles ist tutti. Ich kriege es nicht aus eigener Kraft zu. Da komme ich nie bei. Und ich möchte meinen Freund nicht schon wieder nerven. Der ist eben schon bei meinem grünen Kleid etwas verzweifelt, ja. Ja, aber es ist ein super tolles Kleid. Ich mag den Stoff, auch wenn das sehr, sehr synthetisch alles ist. Aber ich mag es einfach. Ne? Ich voll, weiß nicht. Ich denke, morgen werde ich das auch mal wieder anziehen, weil da gehen wir Gassi mit den Hunden. Ja, treffen wir uns mit einem anderen Pärchen und gehen zusammen Gassi und Claudia hat ein Kleidchen an. Läuft bei mir. Ja, das waren jetzt tatsächlich einmal meine kompletten Arbeiten. Aber Abendkleider. Das war jetzt tatsächlich meine Abendkleidersammlung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert und Freude bereitet. Links zu den Abendkleidern, die ich noch irgendwo finden kann, packe ich euch unten in die Infobox rein. Schaut gerne einfach mal vorbei. Das sind dann meistens Affiliate-Links und dadurch würdet ihr mich ein bisschen unterstützen. Das finde ich auch ganz cool. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meinen ganzen Sammlungsvideos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!